So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer ganz kurzen Special-Folge heute. Die gibt es natürlich mittendrin, die Saisonvorbereitung mit Wolfsburg. Und da gehen wir eben mal gucken, hier Teambericht angucken. Ich will gerade mal gucken, ob man jetzt trotzdem noch sieht. Nein, man sieht es nicht, das ist total bitter. Wer welche Stärke hat, das ist so bitter. Also Tim Klose mit einer 77, die ist wohl neu. Co. möchte also gehen, haben wir ja gehört. Aber wir gucken hier nochmal gerade, hier unten sehen wir es ja immerhin. Also, Ter Stegen, 38 Einsätze, davon nur die Hälfte für uns. Ole Gegentor 14, davon viele für uns. Dann haben wir hier Tresch, der 36 Spiele gemacht hat und 9 Vorlagen gegeben hat, mit einer Durchschnittsquote von 7,1. Das ist schon sehr, sehr stark, muss ich sagen. Dann kommt Tim Klose, der hat 25 Saisoneinsätze geschafft, mit einer Note von 6,8. Das ist auch nicht so schlecht, denke ich. Jérôme Boateng, das ist der Fels in der Brandung gewesen, bei 32 Einsätzen, 14 Mal ohne Gegentor, eine 6,9 im Durchschnitt, überragendes Spiel, auch so Marcel Schmelzer, die Abwehr war super, auch wenn er noch 2 Wochen fehlt. Auch hier seht ihr, 19 Mal ohne Gegentor, eine 7,1 als Durchschnitt, und jetzt kommt Co., der hat mich sehr überrascht, der hat sehr gut ausgesehen. Aber hier seht ihr es auch, wenig Torvorlagen hat er gehabt, aber effektiv ist wirklich effektiv als Sechser, ganz klar. Gustavo, ebenfalls richtig gut gespielt. 4 Tore sogar gemacht. Hat auch mal rot gekriegt. Kann man mal nehmen. 6,9 Durchschnittsnote. Patrick Herrmann, den haben wir in der Winterpause geholt. Der war richtig gut drauf. 5 Tore, 3 Vorlagen und eine 6,9 Durchschnittsnote. Christian Theo, ebenfalls Rückrundeneinkauf. Und ihr seht es hier, 7,1. Und da steht schon eine 80 hier stehen. Überragend, der Junge. Dann haben wir Perisic, auch der in einer guten Verfassung, mit 27 Einsätzen, 6 Toren, 8 Vorlagen in der Saison und einer Durchschnittsnote von 7,1. Also wir haben auf den Flügeln echt die Qual der Wahl. Dann sehen wir Rubinho, der kam 18 Spiele, 10 Tore, 6 Vorlagen mit einer Durchschnittsnote von 7, also das ist schon richtig gut. Und dann kommt Helmes, 9 Tore, auch nicht so schlecht, denke ich, mit 20 Spielen. Durchschnittsnote war nicht so gut, liegt aber auch an seinem Einsatz. Er hat wenig gespielt. Und hier haben wir Isaac Quenza, der ist auch glücklich, sagt er, und ja. Gut, seine Noten lassen ein bisschen zu wünschen übrig, hat aber auch schon ein Tor gemacht, ist halt eher so der bisschen der Backup im Moment. Max Grün durfte auch 2-mal ran im Pokal und Bundesliga, ist eben so. Luis Opi, der Diego-Ersatz, gut gespielt, würde ich sagen, ganz gute Noten, kann noch ein bisschen an sich arbeiten. Und ihr seht hier Varin, ja, für 5 Millionen kann er gehen und ich denke mal, es ist soweit, auch wenn er eine 7,2 Durchschnittsnote hat. Im Moment bin ich... ich habe außen mit Hermann und mit Theo einfach zu gute Spieler, weil Theo spielt ja bei mir auch mal rechts, so ist es ja nicht. Das ist wohl eher für Verena der Abschied sein wird, auch wenn er hier auch sehr, sehr gut gespielt hat. Naldo, auch der, von dem werden wir uns trennen, denke ich, mit 31. Da seht ihr es, 22 Spiele, 10 Mal ohne Gegentor, auch kein schlechter Wert. Und Armin Younes, der hat sich richtig gut gemacht. 3 starke Punkte hat er bei uns gewonnen mit seinen 20 Jährchen. 8 komplette Tore hat er gemacht, das ist nicht so schlecht, gute Durchschnittsnoten, der Junge ist auf einem guten Weg. Und jetzt haben wir Martin Miguel, der kann gar nichts und hat auch nichts gemacht, ebenso Sören Demme. Stefan Kuschke, der kommt also zurück, bin mal gespannt, was der bringt 500.000, auch den werden wir selbstverständlich verkaufen. Dann werden wir Dreves haben wir hier, den werden wir vielleicht behalten, gucken wir mal. Jonas Hofmann, der wird auf jeden Fall ausgeliehen, nicht so gute Noten, hat es auch nicht leicht im Moment, wird ausgeliehen. Junior Malanda, der ist richtig gut drauf, das ist ein Ersatz für Co., sage ich jetzt schon, 19 Jahre, richtig, richtig gut hier, da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist ein Neuzugang von den ausgeliehenen Spielern und Slobodan Medojevic, auch den werde ich, denke ich mal, ausleihen, er hat nicht so viele Spiele gesehen bei uns. Maximilian Arnold, der wird der Hauptersatz, denke ich. Hat auch ganz ordentlich gespielt, aber ich würde ihn auch gerne ausleihen, ganz ehrlich. Und dann haben wir hier Bjarne Tolke, 22-jähriger Innenverteidiger, von dem werden wir uns auf jeden Fall trennen. Robin Knoche, auch der eventuell Laien, denke ich mal, zur Trennung wird es nicht kommen, aber hier haben wir Töker Cigerzi, auch das ist so ein Junge, 22 Jahre alt, bei uns nicht wirklich gesetzt, da müssen wir uns überlegen, was wir machen. Ebenso wie Václav Pilar, der für sie 7 Millionen, also 5 Tore hat er gemacht bei Freiburg, aber... Er hat bei uns eigentlich keine Chance durch die Neueinkäufe. Ebenso wie Caligiuri, der ist auch unglücklich, wie ihr seht. Ist nicht mehr viel wert, spielt eigentlich gut, ist kein schlechter, hat aber eben auch den Nachteil, dass er bei uns nicht gesetzt ist. Dann kommt Rodriguez, der ist richtig gut gewesen, hat auch wenig gespielt, aber ist ein guter. Den behalten wir auf jeden Fall. Dann haben wir Scheithauer, der wird uns auf jeden Fall verlassen, denke ich. Jönsson, es ist nicht so, als unser Kader wäre aufgebläht oder so, oder? Erasmus, Jönsson. Dann haben wir Philippe, der auf jeden Fall weg soll. Ebenso wie Fagner, der auf jeden Fall weg soll. Also auch Lakic, da brauchen wir nicht drüber reden, auch der soll weg. Sissoko, genau das gleiche Spiel, der soll weg, da geht gar nichts. Und
Das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Wir gehen mal eben gerade rein in die. Jetzt versuchen wir mal was übrigens. Passt auf, wir versuchen jetzt was. Und zwar suchen wir jetzt Spieler, deren Vertrag am Saisonende ausläuft. Na? Das geht hier, glaube ich, gar nicht. Wie? Nee, das geht hier nicht. Wie geht denn das wieder? Verdammt, ich will suchen. Freie Spieler, erstmal, das ist ja. Das freie Spiel ist ja immer interessant. Da kann man ja mal reingucken, oder? So, da haben wir hier. Okay, geile Typen rumlaufen. Sehe ich schon. Das macht keinen Sinn hier. Da kann man ja nicht nach Stärken ordnen. Da wirst du ja weich im Kopf. Das gucken wir uns nicht an. Was wollte ich jetzt machen? Spieler suchen? Nochmal gucken, ob das. Nee, das hatten wir ja schon. Das geht nicht. Okay. Dann war es jede Position. Nee, auch das war es nicht. Ich bin der Meinung, das ging hier, oder? Bei Transfers. Da können wir erstmal gucken, wer so alle auf dem Transfermarkt ist. Auch wenn ich da eigentlich nie nachgucken wollte. Ich wollte ja gucken, wie lange die Verträge noch laufen. Okay, Alex Nemley, was ist denn das für ein Horst? Oh, der kann sprinten, der Junge, mit 23. Das muss ich ihm lassen. Nein. Das sind keine interessanten Spieler für uns. Keine Frage. Wollen wir auch gar nicht gucken. Wieso geht denn das hier nicht? Das ärgert mich jetzt gerade. Das ging doch eigentlich immer. Auf Transferliste. Nee, keine Ahnung, warum das jetzt nicht geht. Nehmen wir jetzt so hin. Wir gehen erstmal dann ins Team. Und wollen natürlich. Oh, wo ist es denn wieder? Oder was ist Büro? Verträge, genau. Verträge. Ein Jahr lang läuft der Vertrag von Treschner. Der hat abgelehnt. Dem machen wir jetzt ein neues Angebot. Der soll seine 70 bekommen. Eine zusätzlichen 2 Jahre natürlich. Und soll wichtiger Stammspieler sein. Da sind wir gar nicht so. Und dann haben wir Naldo und ja, Co. Der will unbedingt wechseln. Da würde ich sagen, geh. Ja. Und mit einem guten Spieler verlieren, da habe ich keinen Bock drauf. Naldo, den werden wir listen. Oh, ich will keinen neuen Vertrag anbieten. Bin ich denn wahnsinnig? Virinha, Pia, also das ist ja genau richtig hier, die Verträge, die hier auslaufen. Bei Medojevic spielen wir noch nicht so sicher. Den könnte man noch behalten, denke ich. Aber ansonsten seht ihr hier, alle, die jetzt auslaufen, ein Jahr, einen Monat, sind die Spieler, von denen wir uns trennen wollen. Das passt mir wunderbar in Kram. Und deswegen gehen wir jetzt auch auf Spieler verkaufen. Was ich zu Miguel und Demme sagen soll, weiß ich generell nicht. Also, die sollen einfach erstmal verliehen werden, diese Vollhorste. Also, wohl logisch, dass wir die verleihen wollen. So, Junior Malanda, den behalten wir auf jeden Fall. Dann haben wir Younes hier. Der bleibt erstmal dabei. Müssen wir mal gucken, wie es aussieht. Arnold wollen wir verleihen. Hofmann wollen wir verleihen. Genau. Den Keeper, den wollen wir auch verleihen. Auf die Leihliste setzen. Genau. So, dann haben wir Sissoko hier. Den wollen wir nicht verleihen. Den wollen wir verkaufen. Auch wenn er schnell ist. Nein. Den Typ hier, den wollen wir ebenfalls verkaufen. Cigarzi, den werden wir nochmal verleihen, denke ich. Dann haben wir hier Tölke, der geht auch auf jeden Fall. Christian Tejo auf keinen Fall, das Degen auf keinen Fall. Knoche bleibt im Verein. Hermann, das Knoche müssen wir noch gucken, ne? Holtby Medojevic, der ist auf der Leihliste. Okay, Quenza. Jönsson, den verkaufen wir auf jeden Fall. Da kriegst du die Krise bei den Typen. Boateng ist gut. Pia, den müssen wir einfach verkaufen, so leid es mir auch tut für ihn. Der hat einfach, ja, falscher Zeitpunkt. Ebenso Fagner. Kuschke, den braucht kein Mensch, denke ich. Wollen wir ganz ehrlich miteinander sein. Perisic, der bleibt selbstverständlich. Ja, Co. Was machen wir mit Co? Ich würde sagen, jemand, der sich nicht entscheiden kann, ne? Also Dresch und Kuhn sind mir voll auf den Sack gegangen, muss ich ehrlich sagen. Bei Co warten wir, was jetzt passiert. Schmelzer. Philippe, den haben wir auf der Transferliste, den wir keine haben. Caligiuri, auch der geht auf die Transferliste. Was ist das für ein Monsterkader, Leute? Gustavo, Trash. Er hat Vertrag abgelehnt. Wenn er wieder ablehnt, dann kann er gehen. Ganz ehrlich, dann ist es halt so. Dann bleibt am Ende Virinha noch da. Deswegen lasse ich den jetzt erstmal hier. Karriereende nach Vertrag. Ist Rubinho eigentlich behindert? Spielt er heute auf? Ist der bekloppt? So ist er doch gar nicht. Der spinnt doch. Naja, gut. Kann ich jetzt nicht ändern? Sollte uns ja eigentlich auch nur so lange weiterhelfen. Und auch Helmes werden wir behalten. Naldo wird auf jeden Fall gehen. Wenn ich denn überhaupt diese ganzen Spieler hier loskriege. Da bin ich aber hart gespannt, oder? So, 1, 2, 3, 4. Wir haben eine Riesenliste von Abgängen und eine Riesenleihliste. Wenn wir soweit sind, dann können wir auch Spieler verpflichten. Nicht wahr?
So, wir gehen auf die Wunschliste, denn da habe ich interessante Spieler drauf. Das ist ein Serge Gnabry, da wurde mir jetzt abgeraten von übrigens. Finde ich interessant. Jesse Rodriguez, das ist ein Spieler, der ist für mich interessant. Timo Werner, das ist ein Spieler, der ist für mich interessant. Goretzka, selbstverständlich auch Calvé und auch Max Meyer, den kann ich alle kaufen. Und auch Kaká ist für mich immer eine Option gewesen. So, jetzt aber erstmal Max Meyer, den wollen wir anfragen. Und den werde ich auf jeden Fall anfragen als nächstes. Keine Sorge, aber nicht jetzt. Dasselbe gilt für Goretzka, auch den werden wir mal beobachten, denke ich. Timo Werner, auch ein interessanter Spieler. Auch den werden wir, denke ich, mal verpflichten wollen. Rodriguez bin ich auch dran. Also Gnabry streiche ich jetzt mal. Auf den. Ein Kollege von irgendeinem hatte ihn ja, ich weiß nicht mehr, wer es war, der es gesagt hat, ist okay, jedenfalls finde ich gut. Aber da ist mir dieser Tipp gegeben worden, ist Gnabry von meiner Wunschliste streichen. Und auch Kaká, denke ich, können wir jetzt so runterstreichen. Dazu haben wir mittlerweile schon fast zu viel erreicht, dass wir uns mit sowas einlassen. Tja, also gut, das war jetzt der kleine Saison-Vorrückblick, wie ich ihn auch immer nennen will, keine Ahnung. Und vielleicht haben wir hier nochmal was zu sehen. Nee, das sind nur noch, ja, FIFA World Cup, der läuft eben jetzt, so blöd es auch ist. Schade, 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 egal. Ich würde sagen, das war jetzt nochmal eine schöne Zwischenfolge, oder? Und ich würde sagen, das war soweit okay. Shooto, schönen Gruß an dich auch in dem Moment. Wir machen weiter bei der nächsten Folge mit der Achtelfinal-Geschichte. Mal gucken, gegen wen wir spielen. Das sehen wir erst, wenn wir weiterdrücken. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend und haut rein. Ciao.